Nun, wie es aussieht, hat sich anscheinend nicht viel geändert. Ich mag es, wenn die Sachen so bleiben, wie sie sind. Gut. Wie gesagt, seht euch auf dem Markt um. Ich glaube, mit den Handelswaren, die wir euch dann überstellen, die euch übertragen worden sind, könnt ihr eine ganze Menge hier auf dem Markt einkaufen. Dafür leben wir. Hatten wir jetzt schon einen Termin bekommen oder? Ich bin mir nicht Ihr könnt einfach sicher. hingehen. Ah, alles klar. Ja, ich würde meine Zigarre aufrauchen, mich fragend umschauen. Denke. Eine Frage hätte ich vielleicht noch, wo Alchemiker hergestellt werden. Ich, durch meine Profession bin ich natürlich besonders interessiert daran. Werden die auch oben auf diesem großen Berg hergestellt, bei den Beschwörern oder allein hier unten in der Stadt? Die meisten Materialien werden hier von den Handwerkern und ihren Untoten entweder veredelt oder hergestellt. Oben auf dem Berg passiert tatsächlich seit letzter Zeit wenig. Selbst die Drachengardisten werden dort oben nicht mehr wirklich geduldet. Nur noch die größte Elite, wie Karasu beispielsweise, werden dort oben geduldet. Und sie dürfen nur noch zum Beschwörerkreis, zumindest den Gerüchten nach. Der Rest hat sich mittlerweile hier unten in der Stadt versammelt. Denn die Mantraken sind dort oben eingezogen, die Echsenkrieger. Und sie alle bewachen gemeinsam mit diesem widerlichen Urwald dort draußen die Albtraumpyramide. Echsenkrieger. Aha. Echsenkrieger, interessant. Ja, sie haben eine ganze Ehrenjäger. Menge. Ehrenjäger steht tatsächlich hier auf dem Marktplatz nicht zur Verfügung, aber solltet ihr tatsächlich den Mut aufbringen und eine ewige Jagd ausrufen, dann werdet ihr sicherlich eine ganze Menge an Ehrenjäger dort oben ernten können. Aber ihr solltet euch hüten. Es sind tatsächlich dann auch Maros dabei. All das, was Rassasur so gerufen hat und was erschienen ist. Das sind die Großen mit diesen zahnbewehrten Mäulern, nicht wahr? Sie haben allesamt Zähne, ja. Achas, Diener, Kämpfer, Krieger, Maros, Mandraken. Ich habe sogar gehört, dass sie Schlinger dort oben haben. Ich habe gehört, die mögen es nicht besonders gerne kalt. Nein, das ist tatsächlich richtig. Da sollte uns der ewige Jäger auf der richtigen Spur helfen. Gut, danke. Vielleicht eine angebrachte Zeitverschwendung, nicht wahr? Ja, wenn ihr mögt, lasst euch nur nicht erwischen. Ihr solltet die Spuren dann verwischen. Ach so, wenn euer guter Krieger hier, er schaut so ein bisschen an die Hochrafim, wenn ihr Lust habt, dann besucht doch Rondras Zitzen. Ich glaube, dort sitzt auch die Obristin des verlorenen Feenleins. Ihr seid Chorgeweihte? Muss man die kennenlernen? Ist es das wert? Ja, sie ist ebenso eine Chorgeweihte, die hier für Ordnung sorgt. Gutes Gold. Dann muss ich sie auf jeden Fall kennenlernen. Zieht man so eine Augenbraue hoch? Es wird bestimmt interessant. Woher kommt sie her? Wo sie herkommt, bin ich mir nicht ganz. Dunkelhell, wie sieht sie aus? Schaut sie euch doch selbst an. Ich kenne mich mit diesem hellen Hautton nicht ganz aus. Ihr seht doch alle gleich aus. Sehr schlimmer als auf der Karawane hierhin. Trotzdem danke. Sie hat rote Haare. Hatte, so wie ich. Ja, bestimmt eine bezaubernde Dame. Aber danke. Er nickt Weiß ich übernachtet nicht. zu. Und diese Echsenkrieger, ich habe gehört, dass sie gerne baden. Gehen sie manchmal auch in den Fluss? Nein, der Fluss ist sicherlich zu kalt für sie. Sie bewegen sich eigentlich nur oben auf dem Berg, beziehungsweise der Pyramide oder dem Inneren des Berges umher. Schade. Sie sind Was für hier eine irgendwann gute Gelegenheit aufgetaucht. wäre das? Sie sind hier irgendwann aufgetaucht und gemeinsam mit diesen Kraftlinien wuchs dann der Urwald zu. Und seitdem, ja, sitzen sie dort oben und tun irgendetwas. Welcher Urwald? Der Urwald draußen. Ihr seid doch von dort gekommen, aus dem Norden. Nun, Urwald ist vielleicht das falsche Wort. Ihr meint dichter Wald. Ein Urwald ist etwas Südliches. Ja, aber Nicht, dass genau ich euch das. verbessern will.
Ihr seid so ein fürchterlicher Klugscheißer. Ich denke aus. Ich habe Bildung. Ich denke aus. Haltet doch einfach das Maul. Wald ist Wald, Humus ist Humus. Ist kein Eis. Wir müssen uns entschuldigen. Rutgelf, unser Kamerad, kann nicht die Schnauze halten! Und raucht gerne zweifelhafte Dinge. Ich versuche etwas Bildung jetzt von Philipp vermitteln. So zweifelhaft dieser Erfolg auch ist. Darf ich fragen, wie ihr in die Dienste von Glorana kommt? Meint ihr mich? Ja. Die Umstände, ihr versteht. Ach, es ist schwierig in diesen Zeiten für einen gebildeten Mann mit gewissen Forschungsinteressen über die Runden zu kommen. Und was er damit meint, war, dass ich ihn tief in den Schulden aus einem Hurenhaus in Mendina gezerrt habe. Betthäschen. Das ist wohl. Er arbeitet bis heute ab. Und nicht sehr engagiert, wie ich meinen darf. Er war das Geld wirklich nicht wert. Ja, Lonfa, hätten wir euch schon lange wieder abgestoßen. Aber die Preise hier sind ja schrecklich. Also gut, dann, wenn ihr noch etwas braucht, bevor ihr aus dem Hause geht, könnt ihr euch selbstverständlich an Duftwachs bedienen. Wir haben hier sicherlich den einen oder anderen zur Auswahl, sodass ihr nicht nur mit eurem Rosenwasser umherlaufen müsst. Aber solltet ihr zu Mangraith tatsächlich gehen, dann wird euch das alles nichts helfen. Wie meint ihr das? Ist dieser Gestank noch schlimmer? Ich würde mich wundern, wenn ihr das erste Stockwerk von ihm überlebt. Ich glaube nicht, dass er sich oben aufhält, sondern eher in den Keller. Ihr werdet schon wissen, was ihr tut. Die Opfer, die man für den Profit bringt. Genug geredet, würde ich sagen. Nun, Parel, es war... Ich muss rumsitzen, bezahlt. Nun, Parel, es war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich bin mir sicher, wir werden uns noch ein ums andere Mal sehen, wenn wir in der Stadt sind. Dann... Ich bleibe hier. So schnell treibt mich nichts hier raus. Gute Jagd. Hervorragend. Hab Dank. Ich möchte beim Rausgehen Abel mir schubsen, dass er auf die Fresse fliegt. Ich würde ausweichen. Ja, mach mal einen Angriff. Minus 5. Minus 5? Ja, aus dem Rücken. Ja, dann. Ja, okay. Aber wir können versuchen auszuweichen. Sehr runtergefährlich. Normal ausweichen, oder? Ausweichen, ja, ganz normales Ausweichen. Ignore Paradebasis jetzt. Nee, Parade ist nicht. Ausweichen. Er meinte Paradebasis, weil er ausweichen. Achso, ja, ja, genau. Also. So einen Schicksalspunkt benutzen. Nein. Ansonsten stolperst du voll Kanne. Wahrscheinlich mit dem Kopf in diese Glasvitrine, wo du dann eben deine Zigarren rausgeholt hast. Pass doch auf, wo ihr hinlauft. War das wirklich nicht? Wohnt irgendwie nicht? Kinder, reißt euch zusammen. Die Herrschaften, ihr seid allesamt ganz exquisit teuer. So etwas könnt ihr doch darauf verlagern, wenn ihr wieder in Pavi seid. Wie, ihr macht das, wenn ich eine meiner Proben in der Hand halte? Nee, natürlich nicht. Steht auf, komm mit. Nur 4 Schadenspunkte. Ich zieh mal ein paar Glassplitter wahrscheinlich aus meinem Torso. Ja, aus seiner Wange wahrscheinlich. Und ich stehe entrüstet auf und gehe voran. Ich ignoriere Rafims Hand. Hättet ihr nicht aufgeholfen. Ich würde darauf achten, dass keine Glasscherbe am Boden zurückbleibt, auf der Blut von Abelmir ist. Ja, sehr gut. Sehr clever. Ihr könnt tatsächlich auch erkennen, wie jetzt die Untoten in Richtung des zerbrochenen Glases gehen und dann, Boltax muss tatsächlich ziemlich schnell sein. Wirf mal eine Fingerfertigkeitsprobe, sonst helfen dir die Untoten. Okay. Schicksalspunkt. Nein. Dann Abel kann Abel mir auch was geben, dann nicht.
Ja, dann kannst du erkennen, während du dann so die Scheiben zusammensuchst, wie wohl zwei, drei neben dir stehen, sich runterbeugen oder dass ihre Knochen knarzen oder so etwas und dann selber die Scherben dann in so ein kleines Beutelchen dann stecken. Einfach nur aufräumen. Gut. Ja, wollt ihr zu eurem Stall gehen oder direkt zu Fuß? Ihr habt die Karte, ihr könnt auch in eure Suite gehen und dort dann erstmal euch ausruhen. Sowas wie eine Nacht gibt es nicht wirklich, weil alles ist hell erlichtet und ja, Totenwetter sowieso immer an der Tage. Und so wie ich das verstanden, sollte unsere Bezahlung recht zügig verladen werden und ich werde natürlich jede einzelne Münze davon nachzählen. Ja, Münzen wie gesagt nicht, aber du kannst große, schwere Kisten aus großem Holz erkennen, sehr exquisit. Weiße Drachenschuppen, wie gesagt, 5 Kilogramm Knochenblei in kleinen Barren und Spiegelscherben, Narrenglas. Ich bin mir sicher, wir hatten eine Waage auf dem Wagen, mit der ich das jetzt nachwiegen kann. Auf Anfrage kannst du eine bekommen, die dir dann vom Hotel Kaiser Drachen gestellt wird, aber du hattest keine dabei. Hervorragend. Wir müssen noch mal assistiere. Etwas besprechen, gleich zusammen. Gut, ist auf den ersten Blick alles da, was hingehört? Es ist alles da, die betrügen euch nicht. Nee, es ist, also bezahlt wurdest du von der Hofloge und die arbeitet ja an sich auch für Glorianien. Die haben gar kein Interesse, euch zu betrügen. Meine Herren, wenn ihr dann so gütig wärt, alles einzupacken und mit nach oben zu bringen. Ja. Bah, natürlich. Zu gütig. So, und dann geht es, ich trage die Verantwortung und sonst nichts voran, sie dann zum Zimmer. Gut, dann könnt ihr nach oben in die Suite gehen und euch dort beraten. Also, Abelmir, was war das? War das jetzt wirklich notwendig, mich als Lustklaren zu verhökern? Das hat Kiharas gesagt. Spielt das jetzt eine Rolle? Ja. Nein, tut es nicht. Wir fallen noch auf. Und das wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen unter deren Aufmerksamkeit durchschlüpfen. Ihr dürft, wenn ihr wollt, eine Tierkundeprobe Drachen würfeln, um die Schuppen zu bestimmen. Wenn ich nicht Drachen habe, ist dann erschwert? Ja, sie ist sowieso erschwert, aber Drachen gibt eine +2. Ach, ich bin sowieso zu schlecht. Ja. Ich hab zwar keinen Drachen, aber ich bin Zwerg. Mal gucken, ob das was da ist. Boltax und Kiharas erkennen sie. Es sind Frostwurmschuppen, die tatsächlich nur im ewigen Eis leben, die magisch gezüchtet worden sind von... Wer genau das war, wisst ihr nicht, aber sie sind künstlich erschaffene Drachen. Frostwürmer. Also ist die Schuppen, Frage, die Schuppen sind wir komplett hierher, um diese Dinger zu kaufen. Frostwürmer. Gefährliche Dinger aus dem Norden. Ich kenne mich mit solcherlei Dingen nicht so gut aus, aber warum sind wir bis aus Pavi hierher gereist, nur um Frostwürmschuppen zu bekommen? Ja, das habe ich auch gerade gefragt. Man kann aus ihnen allerlei Dinge herstellen. Sinistra, habt ihr die Papiere noch? Selbstverständlich, hier. Aber unsere Bezahlung stand nicht drauf. Vermutlich kaufen die Karawanen nicht nur, bringen nicht nur etwas hier hin, sondern bringen auch wieder etwas zurück. Und vermutlich, so oder so, wollen wir irgendetwas davon haben, wenn wir damit wirtschaften müssen. Ja, das stimmt wohl. Nun, jetzt ist die Frage, wollen wir irgendetwas davon hier weghandeln, damit wir andere Waren von hier bekommen? Nun, vorzugsweise alles. Auch wenn die Gewinnraten unterirdisch sein werden. Wir können froh sein, wenn wir ein Fünftel des Gegenwertes bekommen. Ich würde die Schuppen gerne behalten. Vielleicht ja, die Schuppen können wirklich noch nützlich werden. Noch etwas, das stimmt. Machen. Alchemistisch sind sie sehr wertvoll. Umso besser, aber die 5 Steinknochenblei sind nicht nur unheilig, sondern auch schwer zu transportieren. Ebenso das, was auch immer dieses Glas sein soll. Im Prinzip dasselbe. Reden wir über unseren eigentlichen Zweck. Ein Grave scheint leicht zugänglich zu sein, abgesehen davon, dass sein Labor wohl schwer bewacht werden wird. Ja, abgesehen davon, dass es dort wohl wahrscheinlich sehr stinken wird. Kleinigkeiten. Wir können uns solche Masken besorgen, schätze ich. Aber wir wissen noch nicht weiter, wie wir an die Pyramide kommen. Mhm.
Die Hexen werden ein Problem sein. Ja, dem stimme ich zu. Ebenso sollten wir uns wohl... Sollte sich wohl einer von uns zumindest in der Nähe dessen Ortes umsehen, wo wir die Pelzen gesehen haben. Vielleicht lässt sich dieser Ork auftreiben. Otox, du als Geisterrufer, irgendwelche Pläne, wie wir diesen Zwerg finden? Nun, eigentlich, ich bin kein Geisterrufer. Ich kenne den Zauber und könnte ihn theoretisch anwenden, aber das will ich nicht. Geister sind nur gruselig. Und ich nutze die Zauber eigentlich, um mich davor zu schützen. Oh. Ich würde den Zwerg, wie gesagt, gerne mit, naja, den Mitteln bekämpfen, die wir eventuell habhaft werden können, wenn wir Mangrave erst einmal, naja, einen Besuch abgestattet haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Dann können wir uns etwas wegen dem Zwerg überlegen. Wir können bei Mangrave nicht durch die Vordertür reinmarschieren. So wie der Notgelf es dargestellt hat, scheint sein erstes Stockwerk eine Todesfalle. Und er sagte auch, dass er in den Kellern sein wird. Richtig, wir müssen direkt in die Keller. Dann finden wir wohl besser heraus, ob es einen Ausgang gibt. Eingang. Ihr wisst, was ich meine. Vielleicht könnte Sumox das mit seiner Höhlen- und unterirdischen Gänge-Erfahrung erspüren? Ja, ich kann mal gucken, ob ich da in der Nähe etwas finde. Ich würde gerne aber mir mitnehmen, er ist ja dann doch gebildet, auch wenn er es allen gerne unter die Nase reibt und kennt sich mit Baukunst wesentlich besser aus als ich. Ich denke, zusammen werden wir schon einen Weg hineinfinden. Diese Killerzugänge müssen ja irgendwie beliefert werden. Man schleppt solche schweren Sachen nicht durch das Erdgeschoss in den Keller. Doch, wenn man einen Tote hat, schon. Ja, aber vielleicht finden wir etwas, was unauffälliger ist. Ich hoffe zumindest. Also während ihr beiden dann die Lage auskundschaftet, was macht der Rest von uns? Ich würde sagen, du und Jalan geht auf den Markt und versetzt das Zeug und versucht einen leidlichen Profit zu erhaschen. Ja, das dachte ich mir auch. Ich nehme das Metall und die Münzen und versuche daraus etwas Nützliches zu machen. Darun und Rafim, ihr schaut euch nach dem Ork um. Es wird wohl reichend. Verzeiht. Furcht. Darian, es wird wohl reichen, wenn wir es in lokale Währung umsetzen. Die lässt sich hinterher einschmelzen. Ja, aber wie gesagt, wenn wir etwas Nützliches finden... Was meinst du, Sumax? Ob sie wohl auch das Leder zu dem Shoppen haben? Das wäre natürlich optimal. Wenn wir andere Reagenzien von diesem Gletscherwurm bekommen, wäre das doch praktisch. Dann werden wir sehen, was wir sehen. Ich werde wohl ein wenig weit weg von euch sein, damit es nicht so aussieht, als würde ich euch meinen Handel übernehmen lassen. Studieren wir doch erst einmal diesen nützlichen Stadtplan. Was ist darauf alles eingezeichnet? Frage an den Meister. Da oben ist Mangrave. Also ich wollte in den ehemaligen Runderer-Tempel gehen und schauen, ob diese Chorgewalt irgendwas über die Orks weiß. Denkt ihr, es nützt uns, sie loszuwerden? Vielleicht können wir sie aber auch auf die Orks hetzen. Genug Gegenware an Wertgegenständen sollten wir wohl haben. Und pass gut auf dich auf, Rotschöpfe sind wild. Ihr habt doch gehört, dass Notgelf erzählt hatte, dass der eine mit der anderen nicht besonders gut kann oder die andere mit dem einen. Ich weiß nicht mehr so genau, wer war. Vielleicht könnten wir auch darüber etwas herausfinden. Wäre sicherlich auch ein Ansatzpunkt. Wer jetzt mit wem? Ich habe nicht so genau zugehört. Verzeihung. Ich war damit beschäftigt, Käse zu essen. Der Wein übrigens sehr gut. Wenn Isarun mal auf die Stadtkarte schaut, kann sie Dinge erkennen, die hier auch voll eingezeichnet sind. Die Nobelschneiderin, das ist wohl eine Julenka Putzmacher, die dann hier edelste mendenische Tuche oder Eslimsbrücker Spitzen dann zusammenschneidet, garetascher Samt. Ja, vor allem in Schwarz und Rot die Mode wohl, vor allem viele Dämonenkronen oder auch dann eben die Rassasorschen. Drachenwappen, man gibt edle Beinschnitzer, die dann hier Trinkschädel herstellen, Schwertknäufe, ja, ganze Sessellehnen oder Amulette, Beschwörungsutensilien. Es gibt dann auch einen, der hier Beschwörungskerzen herstellt aus verschiedensten Fetten in hochwertiger Qualität.
Söldnerbaracken, vor allem von den etwas hochwertigeren Söldnern, die dann hier angeworben werden können. Die Käsergasse, wo dann eben auch der Semmel, was von Boltax hergestellt wird, oder da nussige Hartkäse, blauer Schimmelgang. Ja, das Siechen- und Gebeinhaus, an dem ihr schon vorbeigekommen seid. Andere Kaschem oder Tavernen sind wohl nicht eingezeichnet. Also ihr seid an verschiedenen vorbeigekommen. Die sind hier wohl nicht verzeichnet, weil sie einfach so sehr nichtig sind. Der Grauwald ist eingezeichnet. Das ist dann wohl der Stück Wildnis, durch das ihr gekommen seid. Mit den Ogerbeerranken, den Föhren, den Erlen und ja auch den Lianen. Tatsächlich dann also maraskanischer Urwald oder vor allem Echsensumpf-Urwald aus Gebiete Selem, möchtet ihr meinen, zumindest seid ihr darauf durchgekommen. Die Schwimmbrücke ist natürlich verzeichnet, die dann über den Radrum führt, und es gibt wohl einen weiteren Hinweis auf den Katarakt des Todes, wo dann ein großer Wasserfall sich ja, hier nach unten ergießt und Rakulus der Schwarze als Stellvertreter von Rassasur dann hier wohl sitzt. Was für Ausmaße hat denn dieser Grauwald eigentlich? Der ist wohl mittlerweile auf dem gesamten Tafelberg gewachsen. Okay, also den haben wir nur von Weitem gesehen, mussten da aber noch nicht selber durch. Doch, ihr seid ja von Norden gekommen, aus Grützdorf, ja. Seid dann von eurem Hinterhalt, seid ihr einen Tag nach Süden gelaufen und seid dann über kleine Serpentinen 10 Meter nach oben gelaufen, steht jetzt auf dem Tafelberg und der gesamte Tafelberg ist jetzt von diesem Urwald durchwachsen. Okay. Mittlerweile. Also nicht nur die oberste Etage, gut. Von denen, die auf unserer großen Liste stehen, sind dort irgendwelche Wohn- oder Arbeitsstätten hier auf dem Plan verzeichnet? Ja. Das Einzige, was wohl verzeichnet ist, ist auf Hochwahrung, dem Plateau, wo mittlerweile nur noch die Echsen sich aufhalten, die Goldene Pyramide, das Albtraumschloss der heulenden Finsternis und der Beschwörerkreis des Karasuk. Und ehemals haben sie sich wohl da aufgehalten, mittlerweile irgendwo unten, ihr wisst nicht genau wo, das ist jetzt auf dieser Karte zumindest nicht, weil es edle Herren und Damen, die dann hier, hier residieren, wird der Nekromantenrat wird da wohl nicht von Interesse sein. Zumindest gehen die erstmal davon aus. Also auch das Labor von Mangraith war nicht verzeichnet, sondern wurde jetzt nur eingekreist. Okay. Das heißt, wir müssen erst noch herausfinden, wo die Leute von Interesse sind. Da sollten wir uns auf jeden Fall umhören. Ich denke, dass der Marktplatz eigentlich ein ganz guter Ort dafür ist, um Informationen rauszubekommen. Was meint ihr? Ich bin jetzt nicht so der beste Gesprächspartner. Ich weiß nicht, ob man da viel herausfinden könnte auf dem Marktplatz. Gut, du und Tionin, ihr wollt euch ja ohnehin die Mauergasse ansehen. Genau. Und Raphim, vielleicht kannst du dich im... ich habe den Namen schon vergessen. Dieses Wirtshaus, das wir sahen, als wir zur Stadt hineinkamen. Zum guten Ritter? Ritter. Ich würde mich erstmal bei der Runra, beim alten Runra-Tempel umschauen und gucken, was die Alte zu sagen hat. Verständlicherweise. Ich dachte nur, dies ist wohl die Kragenweite, mit der du dir Freunde machen kannst. Seid ihr euch sicher, dass die Kohlgeweihte dort zu finden ist? Es sah doch aus, als ob der Tempel in ein Bordell umgewandelt wurde. Und? Warum sollte sie das aufhalten? Naja, aufhalten nicht unbedingt, aber es ist auch nicht eine unbedingt naheliegende Verbindung. Vielleicht kommt sie aus Alanfa. Oder vielleicht hat sie sonst mit ihrem... Oder vielleicht hat sie sonst mit ihrem Sold einfach nichts anzufangen. Passt auf, dass ihr noch genug Münzen habt nach eurer Einkaufstour. Vielleicht kann ich ihr ein paar Klingen anwerben, dass wir ein paar Orks stürzen. Guter Plan. Ich bin mir sicher, ein, zwei weniger fallen hier gar nicht auf. Ich kann mich gerne bei den Orks und Goblins umsehen. Passt auf, dass sie euch nicht mitnehmen. Ich hörte immer nur, dass Orks von Frauen nicht viel halten. Ja, vielleicht das ist wohl wahr. Bringt man euch keinen Respekt gegenüber und wird euch einfach
Na, wie sage ich das? Auf der Straße aufgreifen, in irgendein Zimmer sperren und mit euch versuchen, neue Orks zu zeugen. Meiner Erfahrung nach haben Orks so glatt heute generell nicht viel übrig. Keine Sorge, ich habe eine Idee. Ach, Orks sind Feiglinge, suchen Stärke in der Vielzahl. Ich sag nur, passt auf, dass ihr da nicht alleine rumlauft. Die könnten schnell glauben, nur weil sie mehr sind, dass sie euch besiegen können. Und das brauchen wir nicht. Also, sind wir fertig? Habt ihr alle was? Mhm. Wunderbar. Wie lange wollt ihr alle dafür brauchen, damit wir uns hier wieder rechtzeitig treffen? Ich nehme mal an, dass etwaige zielführende Aktionen, die wir durchführen werden, eher bei Nacht und Nebel stattfinden. Also denke ich, bis zum Sonnen. Es wird keinen geben. Nein. Bis zu dem, was man allgemein als Abend empfindet, werden wir uns wohl Zeit lassen können. Gut. Ihr wisst schon, wenn die Straßen leerer werden und die Händler ihre Stände einpacken.